Also heute wollte ich euch, beziehungsweise ganz besonders dem Stefan, den CB-Funk-Sprachrepeater mal ein bisschen näher bringen. Ich habe hier ein Netzteil. Das ist der eigentliche Sprachrepeater, also Papagei, landläufig. Surcom SR112, der ist DTMF steuerbar. Das heißt, man kann ihn ein- und ausschalten. Man kann sogar eine Nachricht drauf programmieren, die in einem Intervall von 10, 15, 20 oder von 15, 30 und 45 Minuten automatisch ausgesendet wird. Ja, zum Beispiel in meinem Fall ist es ja hier das Rufzeichen von der unbemannten Funkstation in Oberursel. Und ja, also es geht ja dabei, die Schwierigkeit besteht ja darin, dieses Surcom-Gerät, dieses Aufzeichnungsgerät, was dann ein Funksignal empfängt und direkt nach dem Empfang auch wieder aussendet, an das Funkgerät zu bringen. Also da sind solche Kabel dabei oder ist so ein Kabel dabei. In dem Fall ist das zum Beispiel für so Handfunksprechgeräte ausgelegt, in dem Fall hier für ein, also Belegung ist Kennwortbelegung zum Beispiel und das ist die Seite für den für dieses Gerät hier. Ja. Also um das an ein CB-Funkgerät oder an jedes andere Funkgerät anzubringen, könnt ihr einfach das Kabel hier abschneiden, diese Seite vom Stecker. Dann kommen hier vier Strippen raus. Ne? Also zum Beispiel Audio-Eingang für dieses Ding, Audio-Ausgang und PTT-Ausgang, der dann die PTT vom Funkgerät schaltet. Ja, machen wir das Ganze mal an. Und ich habe jetzt bei der Albrecht 6110 das Mikrofon abgeschnitten. Ne? Und ist natürlich hier PTT, Mikrofon, Lautsprecherausgang ist natürlich hier hinten dran. Ja, am Gerät müsst ihr natürlich irgendwie hier reinbringen. Müsst ihr euch quasi das hier als Mikrofon vorstellen, was ihr dann an euer Funkgerät anschließen müsst. Und das ist natürlich ein bisschen ausprobieren, ein bisschen hin und her, könnt auch im Großen und Ganzen nichts verkehrt machen. Stellt euch vorher auf der Albrecht den gewünschten Kanal, wo der Repeater später laufen soll, ein. Und ja, eine Besonderheit hat das Ganze. Dieses Albrecht-Funkgerät hat ja so Up-Down-Tasten am Mikrofon und das schaltet nur Up-Down, wenn so ein gewisser Widerstand da ist. Und deswegen, weil ich das Mikrofon schon weggeschmissen hatte, da sind so kleine Widerstände drin, könnt ihr mit auslöten und quasi an der Stelle dann hinmachen. Könnt ihr nämlich sonst den Kanal nicht mehr umschalten. Ist jetzt ein bisschen schlecht mit einer Hand. Jetzt drückt er aktuell PTT. Mein Schalterchen da. Und wenn der Widerstand richtig eingestellt ist, dann kann man auch den Kanal noch umschalten. Denn beim Ausprobieren, beim Basteln werdet ihr schon feststellen, dass ihr euch das dann vielleicht mal verstellt. Ich habe das so mit so Kroko-Klemmen gemacht, habe es ausprobiert, so lange bis es passte. Habe in dem Fall allerdings den Stecker hier nicht abgeschnitten, sondern habe mir so zwei Buchsen besorgt. Wobei, naja, es ist jetzt nicht besonders toll, weil die sind schon ein bisschen schlabberig. Ich hätte es besser löten sollen. Vielleicht ändere ich es auch noch. Ich weiß nicht. So funktioniert allerdings. Das ist im Prinzip der CB-Funk-Sprachrepeater. Ja, ich musste den ja abbauen, weil das Dach neu gedeckt wurde auf dem Haus, wo der stand. Ist natürlich schön, dass bei vielen Häusern ja früher eine Fernsehantenne auf dem Dach war und diese Fernsehantenne brauchte ja einen Verstärker und der Verstärker brauchte Strom, dass wenn ihr das also mal irgendwo auf dem Haus seht, dass da noch so ein Antennenmast steht, könnt ihr fast davon ausgehen, dass dort oben auf dem Dachboden auch eine Stromversorgung ist. Wenn es dann noch ein Bekannter von euch ist oder vielleicht jemand, den ihr einfach ein bisschen kennt und fragt ihn, hör mal, kann ich da noch eine CB-Antenne dran machen? Und dann so ein Sprachrepeater dazu stecken unterm Dach. Stromkosten dürften so etwa 60 € im Jahr sein, wenn ihr eben das dann noch bezahlt. Dann, wenn es überhaupt 60 € sind, ja, also ich habe es mal ausgerechnet, 60 € müssten das im Jahr sein. Wenn ihr dem das dann noch bezahlt, dann wird er wahrscheinlich glücklich sein. Andererseits gibt es dann auch noch, wenn er nicht,
nicht so ganz da mit einverstanden ist, gibt es auch so einen Stromzähler, könnt ihr noch dazwischen schalten und dann quasi genau abgerechnet bezahlen. Wo der Sprachrepeater hin soll, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich habe zwar eine Idee, ihr wisst ja, dass auf dem Herzberg hier im Taunus die öffentliche CB-Funkstelle steht, da steht da quasi schon alles. Nur um jetzt ein zweites Funkgerät an diese eine Antenne anzuschließen, gibt es da so einen automatischen Antennenschalter. Ne? Auf der einen Seite wäre dann der Sprachrepeater dran und auf der anderen die öffentliche CB-Funkstelle. Und dieses Gerät hier schaltet immer automatisch um, welche Antenne quasi gerade benutzt werden soll. Automatisch. Macht jemand die öffentliche CB-Funkstelle an und drückt dann auf die PTT. Der Empfang ist übrigens immer durchgängig, also ist auf beiden Seiten dann Empfang. Dann drückt auf die PTT und schaltet es auch auf die Antenne. Ne? Nur weil, wie gesagt, das ja ein bisschen mehr Strom verbraucht, wenn das ständig laufen soll, dann wäre das schon schön, wenn das irgendwie mit Strom laufen könnte. Am Herzberg nebendran ist noch so ein Schuppen. Da könnte ich es einfach irgendwie dazu basteln, wenn ich das genehmigt bekäme. Und müsste dann nur die Antennenleitung rüber in die Box legen, wo die öffentliche CB-Funkstelle ist, und dann das Gerät hier dazu. Das wäre dann bestimmt super. Also, Stefan, ich hoffe, das Video konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Ich bin nicht so der King im Erklären. Ja, ganz wichtig ist dieser Sprachrepeater SR112. Und ich glaube ja, dass ich schon gesagt hatte, dass der steuerbar ist über DTMF. Die Bedienungsanleitung ist ganz okay zu verstehen. Deswegen sollte man das hinbekommen. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich weiß nicht, ich hatte ja mir vorgenommen, dieses Jahr, also 2018, ein bisschen aktiver zu sein. Die letzten Monate war ich ja ein bisschen ruhiger. Und schauen wir mal, was draus wird. Also, bis dann.